Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Hemschemeyer. Ich bin Paartherapeut in Hamburg und dies ist mein Video-Newsletter rund um die Themen Dating, Beziehung, Liebe, Ehe und so weiter. Ja, eine Frage von einem Zuschauer. Wie sieht das eigentlich aus mit Paartherapie und Trennung? Ist das Ergebnis offen? Kann das auch zu einer Trennung führen? Ja, schon wichtige Frage. Grundsätzlich klar, also Paartherapie ist immer ergebnisoffen, weil letztlich ja versuche ich den Paaren zu helfen, dass sie das bekommen, was sie halt wirklich haben wollen, haben können. Und wenn zum Beispiel einer nicht mehr will, dann ja, klar, es ist offensichtlich nicht das, was er will, dann die Beziehung fortzusetzen. Und das auch manchmal gar nicht so klar. Also häufig kann man das wirklich schwer sagen. Ist da noch Liebe oder ist einfach so viel Frust da jetzt über den Gefühlen, dass man gar nicht sagen kann, okay, ist das jetzt einfach der Frust und das momentane Genervtsein, was ich spüre, oder ist darunter wirklich die Liebe auch irgendwo erkaltet? Ja, also grundsätzlich, ja, gehe ich meistens davon aus, oder die meisten Paare sagen auch, naja, wenn wir uns jetzt so sicher wären, dass wir uns trennen wollen, dann würden wir nicht hier sitzen. Also es gibt schon, also gerade wenn auch Kinder da sind, viele doch so ein Ziel, erstmal zumindest die Beziehung zu erhalten. Es ist aber manchmal auch so, ja, dass diese Vorstellung von Trennung und das den Kindern anzutun und überhaupt, und wir sind so lange zusammen, also es ist für viele auch echt eine Art ein verbotener Gedanke ist, manchmal über Trennung nachzudenken. Ja, und wie gesagt, das ist manchmal wirklich tief drin doch schlummert, dass man vielleicht eigentlich nicht mehr will. Also grundsätzlich, wenn eine Paartherapie nicht so richtig vorangeht, sage ich in meiner Ausbildung eigentlich immer, es gibt eigentlich immer einer von drei Gründen. Das ist entweder, es gibt irgendwie ein Drogenproblem, Alkohol oder so. Das führt meist dazu, dass so der Leidensdruck weggedrogt wird und man einfach nicht mehr diesen Veränderungsimpuls hat, wirklich Sachen anzugehen in der Beziehung, auch nicht mehr dieses Leiden so spürt, was dann zur Veränderung führt. Zweiter Punkt ist nicht aufgedeckte Affären. Das kann immer mal sein. Also natürlich wird in der Paartherapie auch gelogen oder Sachen nicht angegeben, obwohl das wirklich eine ganz schlechte Idee ist, weil ja, es führt eben dazu, dass es nicht weitergeht. Und der dritte große Grund ist eben dies, dass einer offen, bewusst oder auch ganz unbewusst einfach nicht mehr will. Was dann in der Paartherapie passiert, ist häufig, dass so eine Art Momentum auftritt. Das heißt, nach so ein paar Paartherapiesitzungen bewegt sich das Paar in so eine Richtung, ja, oft eben in Richtung schon mehr Nähe, aber eben manchmal auch in Richtung mehr Distanz. Und das ist immer wieder faszinierend zu beobachten, dass, also manchmal habe ich so Paare, wo ich so denke, oh, eigentlich finde ich persönlich, passen super zusammen, total nett und man denkt auch für ein tolles Paar und man macht und tut und macht und tut und jede weitere Intervention und jeder weitere Schritt führt eigentlich immer mehr so in Richtung Trennung, weil es einfach der Prozess ist, der zu diesem Paar gehört. Und auch das sage ich meinen Studentinnen immer und Studenten in der Ausbildung, man kann gegen so einen Prozess nicht gegen antherapieren, wenn der sozusagen sich mal zeigt und so ein Paar dann einfach in so eine Richtung geht. Selbst wenn einer der Partner vielleicht meint, das will ich eigentlich gar nicht. Es passiert dann einfach und es führt dann dahin, wo es irgendwo hinführen muss, letztlich auch. Und das kann eben auch eine Trennung sein, wobei das interessanterweise eigentlich relativ selten ist oder zumindest nicht der Normalfall. Könnte man sich natürlich fragen, was macht es dann für einen Sinn? Ist tatsächlich so, dass auch wenn es eine Trennung gibt, die nach einer Paartherapie oft glimpflicher abläuft, es nicht so eine Gefahr von Rosenkrieg gibt und ja, die Partner auch mehr verstehen, warum sie sich trennen, warum es unvermeidlich war und Verletzungen dann und Missverständnisse nicht so groß sind, weil es ist einfach so, gerade wenn man Kinder hat, man hat weiter zusammen zu tun und es ist nicht so, nur weil man sich trennt, dass diese Probleme aufhören oder diese Missverständnisse und insofern, was man da gearbeitet hat in der Paartherapie, es wird einem auch weiterhelfen, dann in einer Trennungssituation ja, zu versuchen, irgendwie weiter klarzukommen und sich eben da nicht immer weiter zu verkanten. Insofern würde ich für mich immer sagen, eine erfolgreiche Paartherapie ist eine, ja, die entweder klar ein Paar näher zusammenbringt oder ganz doll zusammenbringt sogar.
Kann aber auch sein, ja, dass eine Trennung, die vielleicht lange herausgezögert ist, dann gemacht wird. Schlechtester Fall ist eigentlich immer eine Paartherapie, wo ja, Stillstand ist, quasi nichts passiert, aber das ist ein ausgesprochen selten, da ist Paartherapie einfach super gut drin, ja, Sachen voranzutreiben. Ja, Sie können dieses Video gerne liken oder weiterleiten. Unter fragen@eheberatung.info können Sie Fragen stellen für diesen Video-Newsletter. Auf meiner Webseite, klar, eheberatung.info, gibt es die Möglichkeit, Termine zu machen in meiner Praxis oder per Skype oder E-Mail-Beratung. Es gibt eine App im App Store mit Namen Paarberatung. Und es gibt Informationen zu meinen Ausbildungen derzeit in Hamburg und Berlin. Wir werden uns bald wiedersehen.